Servus, in dem heutigen Video geht es um diese selbstentwickelte automatische Pistole. Diese schießt mit solchen 6 mm großen Plastikkugeln, welche auch für Spielzeugpistolen verwendet werden. Natürlich können beispielsweise aber auch gleich große Metallkugeln oder selbstgedruckte Kugeln verwendet werden. Das Ganze wird durch einen gehackten Servomotor angetrieben, welcher sich kontinuierlich um 360 Grad drehen kann. Durch ein am Servo befestigtes Zahnrad und eine entsprechende Verzahnung am Schussbolzen wird die Drehbewegung vom Servo in eine lineare Vorwärtsbewegung umgewandelt. Dabei spannen sich dann die beiden Zugfedern und sobald ein bestimmter Punkt am Antriebsrad erreicht ist, wird die Pistole ausgelöst und der Schussbolzen schießt nach vorne. Das Magazin für die Kugeln ist abnehmbar und kann über die vorgesehene Öffnung mit Kugeln befüllt werden. Aktuell steuere ich das Ganze mit einem Arduino Nano, welcher mit einem Taster und dem Servo verkabelt ist. Geplant ist allerdings, das Ganze mit Zielvorrichtung auf einer Art Steuerturm zu befestigen, um es dann eventuell übers Internet bedienen zu können. Vielleicht sogar über eine Art Stream das Ganze laufen zu lassen, sodass auch ihr mal die Möglichkeit habt, mit dieser Pistole zu schießen. Das ist natürlich alles noch in Planung und die Infos dazu folgen in Kürze dann auf meinem Kanal. Designt habe ich das ganze Teil mit Fusion 360, das ist ein Programm von Autodesk. Das ist kostenlos und ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen, der sich ein bisschen mit dieser Thematik auseinandersetzen möchte. Zu diesem Thema werde ich dann in Zukunft auch noch auf meinem Kanal 1 bis 2 Videos für Anfänger veröffentlichen, um das Programm einmal genauer zu erklären. Für diejenigen unter euch, welche das Ganze jetzt mal ausprobieren möchten und selber nachbauen möchten, für die habe ich unten in der Beschreibung einen Link zu Thingiverse eingestellt. Alle weiteren Infos zu Produkten und Einzelteilen habe ich euch natürlich auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. So, das war es dann jetzt aber auch erstmal mit diesem Video. Zum Ende hin hier jetzt nochmal eine kleine Information für euch. In den nächsten Wochen startet ein etwas größeres Projekt von mir. Und zwar baue ich mein kleines Auto zu einem Minicamper um. Und ja, da mein Auto wirklich sehr klein ist, es handelt sich hierbei um einen Fiat Grande Punto, wird das bestimmt ein sehr interessantes Projekt. Und einige Teile dafür werde ich bestimmt auch mit dem 3D-Drucker herstellen. Also seid gespannt. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch bitte einen Daumen nach oben da. Kommentiere, wenn du Fragen oder Anregungen zu meinen Videos hast. Und ja, wenn du kein Video verpassen möchtest, dann drück einfach auf den Abonnieren-Button. Und bitte aber auch auf die kleine Glocke daneben, damit du wirklich kein aktuelles Video verpasst. Das war's dann aber jetzt wirklich von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao.